بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد. Geehrte Geschwister, wie bereits angekündigt, machen wir inshallah heute beginnend mit dem ersten Unterricht, in dem wir auf einige wichtige Regeln bezüglich des Fastens eingehen. Das Buch, was wir behandeln, nennt sich Fiqh al-Muyassar fi Dawi al-Kitabi wa Sunnah. Besetzt sinngemäß heißt das vereinfachte Verständnis oder der vereinfachte Fiqh. Wir erklären gleich, was Fiqh bedeutet und machen gleich eine kurze Einführung zu bestimmten Dingen, die wichtig sind, als Grundlage, bevor wir mit diesem Thema anfangen. Das heißt, das vereinfachte Verständnis oder der vereinfachte Fiqh im Lichte des Buches und der Sunnah. Das Buch ist was? Al-Quran und die Sunnah, die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Fiqh-Wissenschaft, also das heißt, damit der Diener weiß, wie er beten muss, wie er Zakat machen muss, wie er Pilgerfahrt machen muss, diese Wissenschaft dann auch noch weiterhin natürlich auch, nicht nur das, da gibt es dann auch andere Bereiche des Fiqh, wie zum Beispiel die Person, wie Handelsrecht funktioniert. Wie funktioniert Handelsrecht? Das heißt, was ist Zinsen, was sind keine Zinsen, was muss ich einhalten bei einem Abschluss eines Vertrages? Gibt es auch Regeln. Dann gibt es auch zum Beispiel Regeln im Bereich des Fiqh, zum Beispiel das Erbe. Wie wird das Erbe aufgeteilt? Das Erbrecht im Islam. Wie funktioniert ein Testament? Welche Bedingungen muss ich einhalten? Was passiert, wenn der Tote stirbt und der hat eine Hinterlassenschaft von Geld, Besitz, was auch immer, was muss da alles eingehalten werden? Das alles geht in dieser Wissenschaft mit rein. Und deswegen, der ihr seht, wie wichtig, also wie viele Themen das eigentlich umfasst und wen alles diese Themen betrifft, hier von uns, da wird sich jeder selbst drin wiederfinden. Deswegen ist diese Fiqh-Wissenschaft eine wichtige Wissenschaft, womit sich der Schüler des Wissens beschäftigen sollte. Diese Wissenschaft, das Wichtige ist, sie korrigiert die Handlungen des Körpers. Sie korrigiert die Handlungen des Körpers und die Anbetung der Menschen. Warum? Dadurch, wenn er das richtig stellt, weiß er dann, wie er beten muss, wie er Pilgerfahrt macht, wie er fastet, wie er Zakat macht. Das heißt, es korrigiert die Handlungen des Körpers. Alaikum salam wa rahmatullah. Dieses Werk, was wir hier behandeln, hat eine Gruppe von Gelehrten geschrieben. Also eine Gruppe von Mashayikh. Es ist nicht nur ein Autor, der dieses Werk geschrieben hat, sondern verschiedene Mashayikh, die in diesem Bereich spezialisiert waren, ja, um es den Schüler des Wissens in der einfachsten Form dieses Thema zu erleichtern. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Die Zielgruppe sind wer? Die Allgemeinheit der Muslime. Die Allgemeinheit der Muslime. Das heißt, keinen Schüler des Wissens, der sozusagen in einer Akademie ist oder bei einem Scheich sitzt, um wirklich die Grundlagen von den Grundlagen zu erlernen von etwas. Ja? Alaikum salam wa rahmatullah. Das Vorwort dieses Werkes hat der damalige Minister für islamische Angelegenheiten, Stiftungen des Aufrufs, also Dawa und Rechtleitung, Salih bin Abdul Aziz bin Muhammad al-Sheikh geschrieben. Und dieses Ministerium ist verantwortlich auch für was? Für das Schreiben der Manuskripte des Korans. Dieses Ministerium ist auch dafür verantwortlich, diesen Koran, den wir hier lesen, die werden von dort aus geschrieben und gedruckt. Und natürlich, die sind auch verantwortlich für die Übersetzungen. Sie haben bereits mehr als 50 Sprachen diesen Koran übersetzt und die sind auch dafür verantwortlich. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fid din." Für wen Allah Ta'ala etwas Gutes will, dem lässt er die Religion verstehen. Und das Verständnis in der Überlieferung, diese Überlieferung, die wir gerade genannt haben, man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu, also er gibt ihm Verständnis. Dieses Verständnis, welches Verständnis meinte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Und zwar alle Bereiche der Religion. Dazu gehört die Aqidah und dazu gehört auch der Bereich der Anbetung.
wie du Allah Ta'ala anbetest. Einige Salaf haben den Bereich der Glaubenslehre, also als Aqidah, als wie bezeichnet? Wer weiß das? Fiqh al-Akbar. Barakallahu fik. Fiqh al-Akbar. Das war Bereich der Aqidah. Und der Bereich der Anbetungen und der zwischenmenschlichen Angelegenheiten, also Mu'amalat, das wurde dann als Fiqh al-Asghar genannt. Fiqh al-Asghar. Und diese Fiqh al-Akbar, der Bereich der Glaubenslehre, korrigiert die Handlungen des Herzens. Weil Aqidah, es geht um Angelegenheiten des Herzens. Der Glaube an Allah, der Glaube an die Vorherbestimmung, der Glaube an den Tag des jüngsten Gerichts. Das heißt, der Fiqh al-Akbar, weil der Fiqh, der unterteilt sich in zwei Arten. Einmal bei den Salaf, wie sie es bezeichnet haben, als Fiqh al-Akbar, der große Fiqh. Das geht hier um Aqidah, um die Handlungen des Körpers, des Herzens, Entschuldigung, um die Anbetungen des Herzens. Wie zum Beispiel das Vertrauen auf Allah Azza wa Jalla und so weiter. Dann gibt es was? Den Fiqh, den wir eigentlich heute behandeln wollen. Fiqh al-Asghar. Und der korrigiert was? Die Handlungen des Körpers. Das heißt, wir haben Handlungen des Herzens und Handlungen des Körpers. Und dieser Fiqh, dieser kleine Fiqh, Fiqh al-Asghar, der korrigiert die Handlungen des Körpers. Wie du fastest, wie du betest, wie du Zakat machst, wie du Hajj machst. Allah subhanahu wa ta'ala hat natürlich auch Vorzüge dieser Wissenschaft genannt. Ein Vorzug ist, dass eine unwissende Person nicht ist was wie die wissende Person. Eine wissende Person ist nicht wie eine unwissende Person. Denn die wissende Person betet seinen Herrn auf Rechtsleitung von ihm aus und Licht. Hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sag, sind etwa diejenigen, die wissen, und diejenigen, die nicht wissen, gleich? Surah 39, Vers 9. Das heißt, und dieser Fiqh, der kleine Fiqh, über den wir jetzt hier sprechen, der teilt sich auch nochmal in zwei Bereiche ein. Fiqh al-Ibadat und Fiqh al-Mu'amalat. Fiqh al-Ibadat, wie zum Beispiel, und das hängt mit der Anbetung der Person zu seinem Herrn. Das ist die Beziehung zwischen dem Diener und seinem Herrn, wie das Gebet und die Pilgerfahrt. Fiqh al-Mu'amalat hängt mit den Angelegenheiten zwischen den Menschen. Wie die Heirat, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ich eine andere Person heiraten kann oder andersrum. Und auch was, der Kauf und Verkauf unter den Leuten. Das ist al-Mu'amalat. Und die Quellen, aus denen die Beweise entnommen werden, sind was? Einmal der Koran. Das ist natürlich die Primärquelle des Islams. Und einmal die authentische von der prophetischen Sunna. Das authentische von der prophetischen Sunna. Was könnt ihr aus den Wörtern ziehen, wenn ich sage, das authentische von der prophetischen Sunna? Warum sage ich authentische? Wer kann diese Frage beantworten? Es gibt unauthentische. Weil es gibt auch unauthentische Überlieferungen, die natürlich was? Kein Beweis sind. Oder kein Beweis sein dürfen. Und die Grundlage in jeder Wissenschaft, sei es auch nicht religiöse Wissenschaften, Mathematik, Physik, Geologie, Biologie, Chemie, die Grundlage bei jedem Menschen, der Verstand besitzt, ist es was, zu denjenigen zurückzukehren, um das Wissen über diese Wissenschaft zu bekommen, um das Verständnis, zu wen? Zu den Gelehrten, die sich damit beschäftigen. Zu denjenigen, die sich sozusagen auf diese Wissenschaft spezialisiert haben. Und deswegen sagt Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, er sagt was sehr schön ist, er sagte, man takallama bi ghayri fannihi ata bil ajaib. Was heißt das? Das heißt, wer über etwas spricht, was nicht zu seinem Bereich gehört, nicht zu seiner Wissenschaft gehört, zu dem Bereich, was er studiert hat, der erscheint mit Merkwürdigkeiten. Der kommt mit merkwürdigen Aussagen. Und deswegen, das sehen wir auch heutzutage, jede Person, die nichts mit dem Islam zu tun hat oder nie die Grundlagen dieser Religion kennengelernt hat, kann sein, dass er in ein oder zwei Aussagen richtig liegt. Aber sein Fehlverhalten wird mehr sein als das richtige Verhalten oder den richtigen Aussagen, die er tätigt.
Und das ist subhanallah immer so. Eine Person, die keine Grundlagen hat, irgendwann, da wird er mit merkwürdigen Handlungen kommen, mit merkwürdigen Aussagen hinsichtlich der Aqida, sei es den Namen Allahs und seine Eigenschaften, was auch immer. Deswegen, jeder Muslim ist verpflichtend, seine Religion zu verstehen, damit er seinen Herrn mit was? Mit Wissen anbetet, indem er an das Buch Allahs und der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam festhält. Damit seine Handlung korrigiert wird, aufgrund der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna, fahuwa rad. Fahuwa rad, ay ghayr maqbul. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer eine Tat macht, die nicht auf unsere Angelegenheit basiert, welche Angelegenheit? Was ist hier mit der Angelegenheit, unserer Angelegenheit gemeint? Ja, noch allgemeiner? Nein, noch allgemeiner? Die Religion. Die Religion. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, gehört was? Abgelehnt. Gehört abgewiesen. Und deswegen sind zwei Gruppen irregeleitet und eine Gruppe ist auf dem richtigen Weg. Einmal eine Gruppe, die Wissen haben, aber nicht danach gehandelt haben und somit ist Allah Ta'ala was zornig auf sie. Und eine Gruppe, die kein Wissen hat, aber Allah Ta'ala angebetet hat. Trotzdem angebetet hat, obwohl sie kein Wissen haben. Und die sind was? Irregeleitet. Kommen wir, erwähnen wir noch einige Wörter zum Thema Fiqh. Der seine Definition und seine Unterteilung und seine Beweisquellen. Die Bedeutung des Fiqh. Erstmal sprachlich bedeutet das Al-Fahm. Al-Fiqh ist Al-Fahm. Bedeutet das Verstehen, das Verständnis. Das ist sprachlich unter den Menschen, wenn sie dieses Wort Al-Fiqh benutzen, dann heißt es was? Etwas verstehen oder das Verständnis. Beispielsweise die Aussage Allahs Azza wa Jal über das Volk von Shu'aib. Ya Shu'aibu, ما نفقه كثيرا مما تقول. Wir verstehen nicht viel von dem, was du sagst. Und da ist das Wort drin, نفقه. Kommt von dem Wort Al-Fiqh. Und die Aussage Allahs, سبحانه وتعالى, لكن لا تفقهون تسبيحهم. لا تفقهون تسبيحهم. Ihr aber versteht ihr Preisen nicht, also ihr Lobpreisen, indem Allah Ta'ala darüber berichtet hat, das ist was? Dass die Himmel und Erde Allah Ta'ala Lob preisen. Allah Ta'ala sagt dann im Vers, ihr aber versteht ihr Preisen nicht. Da ist das Wort wieder drin, Al-Fiqh. Yafqahun. Was bedeutet das aber in der fachlichen Definition? Also die fachliche Definition ist, indem die Gelehrten sagen, das Wissen, hör zu, weil das ist sehr wichtig, was wir jetzt hier sagen, das Wissen, also wir haben einmal Wissen, über was? Über die praktischen islamischen Bestimmungen. Über die praktisch, ja, also das, was du machst, praktisch, also nicht theoretisch. Islamischen Bestimmungen, entnommen aus ihren detaillierten Beweisen. Entnommen aus ihren detaillierten Beweisen. Das Wissen über die praktisch islamischen Bestimmungen aus ihren detaillierten Beweisen. Und diese Definition ist sehr genau, da müsst ihr jetzt zuhören, was damit alles ausgeschlossen wird. Und Subhanallah, da seht ihr, wie die Gelehrten genau sind in ihren Definitionen. Ausgeschlossen von den Bestimmungen, weil der Sheikh sagt hier, islamischen Bestimmungen. Gibt es auch Urteile und oder Bestimmungen in anderen Bereichen? Ja, zum Beispiel die Urteile oder die Bestimmungen einer Sprache zum Beispiel. Die Urteile der Sprache, da gibt es Regeln, ja, an der du dich halten musst, damit du was richtig reden kannst. Oder die grammatikalischen Urteile. Und so weiter und so fort. Hier hat er das spezifiziert auf islamische Bestimmungen, islamische Urteile. Dann ausgeschlossen auch von den praktischen Bestimmungen, praktisch-islamischen Bestimmungen, also das heißt die Handlungen, ist was ausgeschlossen? Die Aqidah. Die Aqidah, das heißt die Handlungen des Herzens, die Glaubenslehre. Weil wir wollen ja was über was reden? Wir wollen ja unsere Handlungen des Körpers korrigieren und nicht die Handlungen des Herzens. Deswegen sagt er, das Wissen über die praktisch islamischen Bestimmungen, es geht darum, entnommen aus ihren detaillierten Beweisen. Aus ihren detaillierten Beweisen, daraus verstehen wir, dass es auch was ausgeschlossen, die allgemeinen Beweise.
die allgemeinen Beweise, wie zum Beispiel der Befehl. Wenn Allah Ta'ala etwas befiehlt, das ist ein allgemeiner Beweis, dann ist was? Was erfordert dann der Befehl? Die Pflicht. Wenn ich sage, mach das, das ist ein allgemeiner Beweis, okay, der Bruder hat jetzt angeordnet und er was? Und er zieht daraus jetzt was? Ein detailliertes Urteil, was? Dass es jetzt eine Pflicht geworden ist. Mit dieser Aussage. Die Hauptquellen des Fiqh sind vier insgesamt. Die Hauptquellen des Fiqh sind vier insgesamt. Wer kennt die? Wir können auch interaktiv miteinander zusammenarbeiten. Koran, Sunna, Qiyas, Handlung der Sahaba? Nee. Also Ijma. Ijma, sehr gut. Also nochmal, Koran, Sunna, dann der Konsens, die Übereinstimmung der Gelehrten und was? Der Analogieschluss. Und wichtig, ein wichtiger Hinweis beim Konsens, bei einem Konsens bezogen in der Zeit des Propheten oder nach der Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam? Nach. Warum? Weil die Aussage des Propheten in seiner Zeit, seine Aussage ist doch schon ein Beweis. Da brauchst du nicht was? Der Konsens in Übereinstimmung der Gelehrten in ihrem Zeitalter. Der Gegenstand des Fiqh, also Gegenstand dieses Themas ist, sind die Handlungen des Mukallafin. Mukallafin, Mukallaf, wer weiß, was es bedeutet? Zurechnungsfähig? Nee. Nicht zurechnungsfähig. Wenn man in Scharia jetzt, wie sagt man? Ein besseres Wort brauchen wir. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Nee, das ist Al-Bulugh. Schuldfähige. Schuldfähige? Ja, verantwortungsfähig. Ja, der Verantwortliche. Genau, das heißt, der Verantwortliche. Genau. Der heißt, der braucht was? Der braucht einmal den Verstand und der braucht einmal was? Die Reife. Dann ist er was geworden? Mukallaf. Dann ist er verantwortlich. Dann ist er angesprochen von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala, Verpflichtungen, was? Umzusetzen. Das ist der Mukallaf. Deswegen behalte ich jetzt den Begriff auf Arabisch Mukallaf und ihr wisst, was das bedeutet. Das heißt, es sind die Handlungen, was? Des Mukallaf. Weil er ist damit jetzt hier angesprochen. Ein Kind? Nein. Weil von den Dienern aus einem allgemeinen und umfassenden Gesichtspunkt. So beinhaltet der Fiqh was? Die Beziehung des Menschen mit seinem Herrn, mit sich selbst und seinem Umfeld. Seinem Umfeld. Eine wichtige Angelegenheit, was ist der Nutzen von Fiqh-Wissenschaften? Das erbringt, was die Rechtschaffenheit des Mukallaf, weil wenn er die Befehle Allahs Azza wa Jal umsetzt, das, was er ihm angeordnet hat, wofür er verantwortlich ist und angesprochen wurde, erreicht der Diener was? Die Rechtschaffenheit, die Gültigkeit seiner Anbetung, die Gültigkeit seiner Anbetung, die Gradheit seines Verhaltens, die Richtigkeit. Und wenn der Diener rechtschaffen wird, dann wird auch was? Wenn der einzelne Diener rechtschaffen wird, dann wird auch die Gesellschaft, seine Umgebung, sein Umfeld, Barakallahu fik, auch was? Rechtschaffen. Und das Ergebnis im Diesseits ist die Glückseligkeit und das sorgenfreie Leben und im Jenseits gibt es Zufriedenheit und sein Paradiesgarten. Dann, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفُرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Allah Ta'ala sagt, es steht den Gläubigen nicht zu, allesamt auszurücken. Wenn doch von jeder Gruppe von ihnen ein Teil ausrücken würde, um mehr von der Religion zu erlernen, um ihre Leute zu warnen, wenn sie zu ihnen was zurückkehren, damit sie, auf das sie sich vorsehen mögen. Und was auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, für wen Allah etwas Gutes möchte, den lässt er die Religion verstehen. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat insgesamt das Gute auf das Verständnis in der Religion aufgebaut und dieses deutet auf seine Wichtigkeit hin. Seine gewaltige Angelegenheit und seine hohe Stufe, Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, An-nasu ma'adin, khiyaruhum fil jahiliyyah, khiyaruhum fil islam,
Die Menschen sind unterschiedliche Wesen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und die besten von ihnen in der vorislamischen Zeit sind die besten im Islam. Danach sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Bedingung, wenn sie es verstanden haben. Wenn sie es verstanden haben. So ist die Stufe des Fiqh in der Religion gewaltig und seine Belohnung auch gewaltig. Weil wenn der Muslim Verständnis in den Angelegenheiten seiner Religion hat, dann weiß er, was er an Rechten hat und weiß, was er an Pflichten hat und Verpflichtungen eingehen muss. Nicht nur das, dass er Verpflichtungen oder dass er seine Rechte kennt, sondern auch was, welche Verpflichtungen muss er jetzt eingehen. Hinsichtlich zum Beispiel mit seiner Ehefrau, hinsichtlich mit seinem Bruder, was auch immer. Oder gegenüber Allah Azza wa Jal. Da gibt es ja auch Verpflichtungen. Das heißt, diese Person betet seinen Herrn mit Wissen an und Kenntnis und macht ihn für das Gute und der Glückseligkeit im Diesseits und im Jenseits erfolgreich. Das jetzt bezüglich zum Vorwort Al-Fiqh dieses Werkes. Und wir haben uns ja ausgesucht, Kapitel was? Vom Fasten, As-Siyam. Und die Gelehrten, die Rechtsgelehrten, die fangen eigentlich, wenn es um Fiqh geht, also wenn es darum geht, Anbetungen zu erklären, mit welchen Kapiteln fangen die meisten an? Wer weiß das? Mit welchen Kapiteln fangen die Gelehrten an? Reinigung. Ja, auf Arabisch? Tahara. Tahara, die Reinigung. Wer kann mir sagen, warum fangen die meisten Gelehrten, ich sage auch die meisten, weil es gibt auch bestimmte Werke, wie sagen wir gleich, inshallah, warum fangen die meisten Gelehrten mit Tahara an? Was ist die Weisheit dahinter? Warum mit der Reinigung? Muslim? Die Gültigkeit des Gebets ist die Reinigung entscheidend. Genau. Eigentlich mit dem Gebet. Weil das Gebet ist das Erste, wonach der Diener gefragt wird. Und das ist die zweite Säule nach der Shahada, nach dem Bezeugnis. Nach den zwei Bezeugnissen. Aber weil sie jetzt nicht damit angefangen haben und die Reinigung eine Bedingung für die Gültigkeit des Gebets ist, haben sie es vorangestellt vor dem Thema des Gebets. Und alles, was mit der Reinigung zu tun hat. Verstanden? Okay. Einige Rechtsgelehrte, Fiqh-Werke, wie zum Beispiel das Werk von Imam Malik. Welches Werk, wie heißt das Werk von Imam Malik? Al-Muwatta. Al-Muwatta. Rahimahullahu ta'ala. Er hat zum Beispiel sein Fiqh-Werk mit welchen Kapiteln angefangen? Wer weiß das? Mit den Gebetszeiten. Mawaqitus Salah. Weil manche denken, jedes Fiqh-Werk wird mit Reinigung angefangen. Aber bestimmte Werke haben nicht damit angefangen. Und das Beispiel haben wir bei Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Aber jetzt in dem Zusammenhang, weil ich erklären will, warum wir jetzt mit diesem Thema anfangen, weil Ramadan bald kommt. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich entschieden dazu, dass wir mit dem Thema des Fastens anfangen. Und wir haben fünf Kapitel, mit denen wir hier natürlich jetzt die nächsten Wochen uns damit beschäftigen, inshallah. Und in den Einleitungen des Fastens, also erstes Kapitel, wir haben eine Einleitung in das Fasten. Und darin gibt es bestimmte Angelegenheiten. Erstmal die Definition des Fastens. Dann die Verdeutlichung seiner Säulen. Was sind die Säulen des Fastens? Erstmal die Definition. As-Siyam, wer weiß, was As-Siyam bedeutet? Im Arabischen. Auch auf Deutsch übersetzt, kein Problem. Was heißt As-Siyam? Sprachlich. Sich enthalten oder auf etwas verzichten. Das heißt, al-imsaku an al-shay, al-kaffu an. Al-imsaku an al-shay, al-kaffu an. Das heißt, sich von etwas zu enthalten oder auf etwas zu verzichten. Das heißt, der Verzicht auf eine Sache. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Und wenn du nun jemanden von den Menschen sehen solltest, dann sag, ich habe dem Al-Abama Fasten gelobt, das heißt mich enthalten, darauf verzichtet, so werde ich heute mit keinem Menschenwesen sprechen. Wer sagt das? Maryam alayhi salam. Und da ist das Wort auch As-Sawm mit drin enthalten. Und die Gelehrten, wie ihr merkt, eigentlich bei jedem Thema, wenn man anfängt, dann fangen sie immer mit einer sprachlichen Definition und mit einer
fachlichen Definition an. Und warum erwähnen sie immer die sprachliche oder die und danach die fachliche? Warum? Um was? Einen Zusammenhang herzustellen. Weil es immer meistens einen Zusammenhang gibt zwischen der fachlichen und zwischen was? Der fachlichen Definition. Sprachlichen und fachlichen Definition, da gibt es meistens einen Zusammenhang. Und meistens ist die sprachliche Definition umfassender und allgemeiner als die fachliche. Also die sprachliche Definition ist meistens umfassender und allgemeiner als die fachliche Definition. Das heißt, Al-Siyam heißt jetzt sowas, Al-Imsak, das heißt die Enthaltung oder der Verzicht auf etwas. Was heißt das in der fachlichen Definition? Das ist wichtig. Der Sheikh, rahimahullah ta'ala, oder hafidahullah, er sagt, bedeutet der Verzicht auf Essen, dem Trinken und den restlichen Dingen, die das Fasten ungültig machen. Mit der Absicht, von welchen Zeiten? Von welchen beiden Zeiten? Also wir verzichten auf Essen und Trinken und restliche Dinge, die das Fasten ungültig machen, mit der Absicht von Sonnenaufgang bis Morgendämmerung. Morgendämmerung. Sonnenaufgang, aufpassen, das ist die Definition, die im Internet herumschwirrt, aber die ist falsch. Weil nicht Sonnenaufgang, weil dann ist dein Fasten ungültig. Sondern vom Fajr. Welchen Fajr? Ja, Al-Fajr As-Sadiq. Das heißt, wir müssen genau sein. Hört hin, was die Gelehrten sagen. Von der wahrhaftigen Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang, bis Ghurub al-Shams, bis zum Sonnenuntergang. Das heißt, aus dieser Definition wissen wir, dass die Morgendämmerung zwei Arten sind. Einmal die lügnerische Morgendämmerung, Al-Fajr al-Kadib. Und in dieser Zeit darf man essen und trinken, aber das Fajr-Gebet nicht beten. Und wenn die wahrhaftige Morgendämmerung eintrifft, dann nicht mehr essen, nicht mehr trinken, aber du darfst dann, oder du musst Fajr beten. Okay? Tayyib. Tayyib. Was sind die Säulen, oder davor, habt ihr gemerkt, wir haben die sprachliche Definition, die Enthaltung oder der Verzicht, sehr allgemein. Aber auf was? Und in welcher Zeit? Jetzt kommt die fachliche Definition, Verzicht auf Essen, Trinken, restliche Dinge, die wir noch nennen, die das Fasten ungültig machen, von der wahrhaftigen Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Seine Säulen, Ar-Rukn, Al-Arkan. Er hat zwei grundlegende Säulen, die sehr wichtig sind. Einmal die Absicht kommt als zweites, und zwar als erstens die Enthaltung von den Dingen, das ist die erste Säule, die Enthaltung, der Verzicht auf Dinge, die das Fasten ungültig machen, von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Das ist die erste Säule bezüglich des Fastens. Und der Beweis für diese erste Säule ist Allahs Azza wa Jal Aussage: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. Allah Ta'ala sagt, von jetzt an verkehrt mit ihnen und trachtet nach dem, was Allah für euch bestimmt hat, und esst und trinkt, bis für euch der weiße vom schwarzen Faden der Morgendämmerung klar was unterscheidet. Hierauf vollzieht das Fasten bis zur Nacht. Das heißt, das ist die erste Säule aus der Definition, der fachlichen Definition. Wissen wir, dass die erste Säule, was? Die Enthaltung von Essen und Trinken und was das Fasten ungültig macht, von weiteren Angelegenheiten, von der wahrhaftigen Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang, mit diesem Beweis. Und dieser Vers, den wir gerade genannt haben, ist es dann einigen Gefährten schwer gefallen hinsichtlich der Bedeutung, schwarzer Faden und weißer Faden. Bis einige von ihnen, ein Sahabi radiallahu an, tatsächlich einen Faden genommen hat, einen weißen und einen schwarzen, weil er es nicht verstanden hat. Bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm was klar gemacht hat, was es bedeutet. Bedeutet, mit dem weißen und schwarzen Faden ist das Tageslicht und die Dunkelheit der Nacht gemeint. Okay? Zweitens, die zweite Säule ist was? Aus der Definition heraus, die Absicht.
An-Niyya. Und die Absicht ist allgemein was? Eine Bedingung für die Akzeptanz einer Handlung. Das wissen wir. Dann diese Absicht, indem der Fastende mit der Enthaltung von den Dingen, die das Fasten ungültig machen, was beabsichtigt? Das ist jetzt wichtig. Was beabsichtigt er? Nee. Das Wohlgefallen Allahs, das ist doch eine Anbetung. Und für die Anbetung brauchen wir zwei Bedingungen. Für die Akzeptanz einer Anbetung brauchen wir zwei Bedingungen. Welche sind das? Einmal Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, dass wir das für Allah Ta'ala machen. Und die zweite? Dass die Handlung richtig vollzogen wird, nach der Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns das gezeigt hat. Diese Absicht, das heißt, wenn er sich enthält von dem Essen und von dem Trinken und den restlichen Dingen, die das Fasten gültig machen, damit beabsichtigt er was? Die Anbetung Allahs azza wa jalla. Er betet damit Allah Ta'ala an. Oder beabsichtigt er damit, Diät zu machen? Kann er? Ist es dann gültig? Ist es dann Sriyam? Ist es dann Fasten als Definition bei den Rechtsgelehrten? Nein. Dann ist sein Fasten, wäre dann sein Fasten was? Ungültig. Er kann das ruhig machen, aber sein Fasten wäre nicht gültig. Und jetzt müsst ihr zuhören, weil also auch eine sehr wichtige Grundlage. Der Beweis für die Absicht ist die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eine Überlieferung, die jeder von euch kennen muss. Welche Überlieferung ist das? Ist er von Umar. Okay. Von Umar ibn al-Khattab. Und Umar ibn al-Khattab ist der Einzige, der diese Überlieferung überliefert hat. Der Einzige. Deswegen ist sie eine Ahad-Überlieferung. Eine Ahad-Überlieferung. Für diejenigen, die sagen, Ahad-Hadithe sind kein Beweis in der Aqidah. Ja? Das ist eine Grundlage von den Grundlagen der Grundlagen der Grundlagen. Ja? Die Absicht. Ansonsten ist deine Anbetung bei Allah Ta'ala sowieso nicht was akzeptiert. طيب. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und da müsst ihr bitte zuhören, sagt, die Taten sind nur entsprechend ihrer Absichten. Und jedem Menschen gebührt nur das, was er beabsichtigt hat. Aus der Absicht, wenn wir sie so fassen, dann erreichen wir zwei Angelegenheiten. Das sind Grundlagen, lernt das. Zwei Grundlagen. Erreichen wir zwei Angelegenheiten mit dieser Absicht, wenn wir sie so fassen. Erstens, mit der Absicht unterscheiden wir die Anbetung von den Gewohnheiten. Verstanden? Wir unterscheiden die Anbetung von den Gewohnheiten. Essen, trinken, schlafen. Und durch die Absicht, wenn wir sie richtig fassen, eine zweite Angelegenheit, unterscheiden wir die Anbetung von der Anbetung. Verstanden? Zwei Angelegenheiten. Wer kann sie nochmal wiederholen? Womit oder was erreichen wir mit der Absicht? Mit der richtigen Absicht. Wenn wir die Absicht richtig fassen, was erreichen wir dadurch? Mhm. Erstens? Den Unterschied zwischen der Gewohnheit und der Anbetung. Genau. Und der Anbetung von der Anbetung. Richtig, von der Anbetung. Von der Art der Anbetung zu einer anderen Art der Anbetung. Verstanden? Okay. Eine Unterscheidung zwischen den Anbetungen und den Gewohnheiten, wie zum Beispiel Al-Ghusl, die Ganzkörperwaschung. Eine Person, die machen beide dieselbe Handlung. Der eine beabsichtigt, die Unreinheit, Al-Hadath, aufzuheben. Der andere beabsichtigt, an einem heißen Tag seinen Schweiß von sich und den Geruch abzuwenden. Beide machen dieselbe Tat. Aber dadurch, dass die eine Person die Unreinheit aufheben will, unterscheidet er, was mit seiner Absicht? Die Anbetung von der Angewohnheit, von der Gewohnheit, die die andere Person gemacht hat, um zu duschen. Ganz normal zu duschen. Keine Anbetung. Okay? Heißt nicht, dass das verboten ist, dass man duschen soll, um sich zu reinigen. Das ist kein Problem. Aber wir wollen ja lernen, warum, wann ein Gebet oder wann eine Anbetung gültig wird. Okay? Das ist die erste Frucht, der erste Nutzen, aus dem wir, wenn wir die richtige Absicht fassen, kriegen. Dann
die Art der Anbetung von der anderen Art der Anbetung. Beispiel, die zwei Gebetseinheiten vor dem Fajr und die zwei Gebetseinheiten von dem Fajr. Beide Gebete sind gleich in der Anzahl. Du betest dasselbe Gebet, richtig? Ja oder nein? Durch deine Absicht unterscheidet sich aber, dass eine Sunna und das andere ist eine Pflicht. Verstanden? Und deswegen verstehen die Gerechtsgelehrten so, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Durch die richtige Absicht kannst du dadurch diese beiden Nutzen erzielen. Dann sind wir jetzt erstmal mit diesem Thema durch, dass wir sagen, okay, Definition des Fastens und die Verdeutlichung seiner Säulen. Habt ihr noch Kraft oder sollen wir noch weitermachen? Weitermachen? Sicher. Dann die zweite Angelegenheit. Das ist die erste Angelegenheit, die Definition und die Säulen des Fastens. Die zweite Angelegenheit, das Urteil des Ramadans und der Beweis dafür. Allah subhanahu wa ta'ala hat das Fasten des Monats Ramadans verpflichtet. Er hat das verpflichtet. Und die Verpflichtung des Fastens geschah stufenweise, müsst ihr wissen. In vier Stufen. In vier Stufen, wie Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala das genannt hat, erwähnt hat. Erstens, die Verpflichtung des Fastens am Tag von Ashura. Das war eine Pflicht damals. Nur einen Tag zu fasten. Dieser eine Tag war verpflichtend zu fasten. Die zweite Stufe dann wurde die Verpflichtung des Fastens am Tag von Ashura aufgehoben und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala das Fasten im Ramadan zur Wahl gestellt. Er hat es erstmal nur zur Wahl gestellt. Entweder fastest du den ganzen Monat Ramadan oder du speist für jeden Tag, den du nicht fastest, einen Amen. Das war erstmal zur Wahl gestellt. Aber wir wissen heutzutage was? Dass derjenige, der eine Entschuldigung hat für das Nichtfasten, bei einer Krankheit, auf der er nicht hofft, wieder gesund zu werden, da muss er was? Für jeden Tag einen Amen speisen. Das ist für die Krankheit spezifisch, für diejenigen, die eine Krankheit haben, auf die Heilung sie nicht hoffen werden. Wie zum Beispiel ein sehr alter Mann, eine sehr alte Frau. Sie kann das nicht mehr fasten. Vor allem in den Sommermonaten vor einigen Jahren. Da war es bestimmt unvorstellbar für einige ältere Personen. Dann drittens, die Auswahl wurde aufgehoben. Das heißt, sie konnten sich nicht mehr auswählen, entweder faste ich oder entweder faste ich nicht, aber ich speise einen Armen. Da wurde es aufgehoben und Allah subhanahu wa ta'ala und das Fasten wurde dann von Allah azza wa jal im Ramadan zur Pflicht gemacht. Aber was hat sich nochmal unterschieden zwischen dem Fasten, was wir heute kennen, und dieser dritten Stufe? Da war das Fasten in der Nacht verpflichtend. In der Nacht. Was heißt das? Das heißt, wenn eine Person in der Nacht geschlafen hat, ohne sein Fasten zu brechen, und der ist was? Vor der Morgendämmerung, ein oder zwei Stunden aufgewacht, dann war das Essen und das Trinken für ihn verboten bis zur nächsten Nacht. Ja? Und das wird berichtet in den Überlieferungen von Bukhari und Muslim. Viertens, die vierte Stufe, und das ist, was wir heute kennen, die Verpflichtung des Monats Ramadan und seine Verpflichtung von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Fasten zu einer der fünf Säulen des Islams gemacht. Und jenes in seiner haben ist der Azza wa Jal seine Aussage: Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O die ihr glaubt, vorgeschrieben, das heißt eine Pflicht, ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch geschrieben war. Das heißt, das Fasten war bei den früheren Völkern was? Verpflichtend. Aber wie das Fasten aussah, darüber gibt es keine Berichte. Weil das Fasten kann auch verschiedene Formen annehmen. Entweder nur das Essen oder nur das Trinken oder das Enthalten von Sprechen.
wie bei zum Beispiel bei Mariam, wissen wir nicht. Aber das Fasten war bei den früheren Völkern verpflichtend. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann auch, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى was هدى للناس وبينات nee الله سبحانه وتعالى sagt شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم الله تعالى sagt sinngemäß: Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtsleitung, das ist ein Vorzug für diesen Monat, für die Menschen herabgesandt worden ist und als klarer Beweis der Rechtsleitung und der Unterscheidung. Und jetzt, wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, der soll ihn fasten. Barakallahu fik. Der soll ihn fasten. Und was Abdullah bin Umar überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Bunya al-Islamu ala khams. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. Der Islam, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist auf fünf Säulen aufgebaut. Die Bekenntnis, dass es keine anbetungswürdigeren gibt aus Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, dem Verrichten des Gebets, der Abgabe der Zakat, das Fasten des Monats Ramadan, den Pilgern zum heiligen Haus Allahs, diejenigen, die dazu Möglichkeit haben, berichtet von Bukhari und Muslim. Dann, und wegen dessen, was Talha bin Ubaidillah überliefert hat, dass ein Wüstenaraber zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam mit verstreuten Haaren, das heißt Reise. Er sagte, O Gesandter Allahs, berichte mir, was Allah vom Fasten mir verpflichtet hat. Er sagte, der Monat Ramadan. Dann sagte er, bin ich zu anderem verpflichtet? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein, außer dass du etwas Freiwilliges machst. Daraus verstehen wir was? Dass das Fasten verschiedene Arten annimmt. Entweder verpflichtende Art oder eine freiwillige Art. Eine freiwillige Art. Und jetzt kommt auch was sehr Wichtiges. Und die Gemeinschaft hat bezüglich, also die Ummah, hat bezüglich der Verpflichtung des Fastens im Monat Ramadan einen Konsens, einen Ijma'. Das ist der dritte Beweis. Und dass er einer der Säulen des Islams ist. Und das ist etwas, was von der Religion notwendigerweise bekannt sein muss. Also ma'alum min ad-dini bid-darura. Und dessen Verleugner ein Kafir geworden ist. Derjenige, der die Verpflichtung des Fastens im Ramadan verleugnet, der ist Kafir geworden. Der ist vom Islam abgefallen. Somit ist die Verpflichtung des Fastens mit dem Buch, mit dem Koran, die Ayat haben wir gerade genannt, mit der Sunna, die Hadithe haben wir gerade genannt und den Ijma' der Muslime bestätigt. Alaikum salam wa rahmatullah. Und die Muslime haben einen Konsens bezüglich des Unglaubens desjenigen, der es verleugnet, wal'iyadu billah. Außer natürlich was? Gibt es Entschuldigungsgrund bei Takfir? Wollen wir jetzt über Fasten reden oder über Takfir weiter? Ha? Guck mal, da lacht der eine Bura. Ja? Bei Takfir gibt es Entschuldigung oder gibt es keine Entschuldigung? Gibt es. Zwei Sachen müssen entfernt werden. Es müssen die Bedingungen erfüllt sein und die Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Und die Bedingungen sind sechs und die Hinderungsgründe ist das Gegenteil von diesen sechs. Überleg mal, du musst erstmal durch alle diese Sachen durchgehen, bis du sagst, du bist ein Kafir. Dazu gehört was? Die Reife, der Verstand, Freiwilligkeit, das heißt, dass er es nicht unter Zwang gemacht hat und so weiter. Mit Absicht kann er sein, dass er aus Versehen etwas gesagt hat, wie zum Beispiel die Person, die sich gefreut hat, als er was? Sein Kamel wiedergefunden hat mit seiner Nahrung. Mit seiner Nahrung. Dann hat er was gesagt? Ich bin dein Herr und du bist mein Diener. Subhanallah. Aber nach manchen, mashallah, da schießen sie direkt. Tayyib. Eine Sache vielleicht, die sehr interessant ist, wann wurde der Ramadan verpflichtet?
Der wurde im zweiten Jahr nach der Auswanderung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verpflichtet. Nächste Frage: wie viele Monate vom Ramadan hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefastet insgesamt? Zwei? Nein. Neun. Neun Monate. Neunmal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ramadan gefastet. Und diesen Konsens, das ist auch ein Konsens, ein Ijma' übrigens, ja, haben viele Hanabila, viele Gelehrten der hanbalitischen Rechtsschule erwähnt, wie Ibn Muflih, As-Saffarini, Al-Bahuti, Rahimahullah. Jedoch haben sie unterschiedliche Meinungen. Hat er 29 Tage jetzt gefastet oder 30 Tage von diesen 9 Monaten? Ja? Also war jetzt der eine Monat 29, war der zweite Monat 30 oder 29, da gibt es verschiedene Meinungen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat 9 Mal den Ramadan gefastet. Er wurde im zweiten Jahr nach der Hijra verpflichtet. Ja? Und was auch sehr interessant ist, dass wir haben ja den Konsens erwähnt, hinsichtlich der Verpflichtung. Und der Konsens, haben wir gesagt, ist eine Quelle von den 4 Quellen des Fiqh und bestätigt bei Ahlus Sunnah wal Jama'a. Außer eine Gruppe, die das verleugnet hat, Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila hat das verleugnet. Und diesen Konsens haben viele Gelehrte erwähnt, wie zum Beispiel Al-Tabari in seinem Tafsirwerk, Al-Mawardi, Al-Shafi'i, wie zum Beispiel Ibn Rushd Al-Maliki, wie zum Beispiel Al-Kasani, von der hanafitischen Rechtsschule. Ibn Qudama von der hanbalitischen Rechtsschule. Al-Mughni hat das erwähnt. Al-Nawawi von der schafi'itischen Rechtsschule. In seinem Majmu'. Ja? Und dieser Konsens umfasst, dass der Ramadan an sich verpflichtend ist und kein anderer Monat oder Tag verpflichtend ist zu fasten. Das ist wichtig. طيب. Könnt ihr noch oder wollen wir aufhören hier? Ich sehe, die Gesichter werden immer dunkler. Nicht so gemeint, sondern ich meine hinsichtlich meiner Person, aber okay. Ich denke, wir hören hier auf, inshallah. Barakallahu fikum, wir sind schon fast bei 50 Minuten. Ja, wir können noch, natürlich noch weitermachen, es geht hier noch weiter. Können wir noch die 4 Stufen nochmal zusammenfassen? Inshallah, wir machen gleich die Fragen und die Antworten. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir. Oder es Shaitan. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.